Der Arm ist lang bis Treffpunkt und ein bisschen später. Deshalb hast du den Griff so geändert, ja? So, komm an den Ball, breite stehen. Gut, ruhig anfangen, der rechte Arm kommt lang zurück und stehen bleiben zum Schluss. Stehen bleiben. Sehr gut. Das ist tolle Kontakt. Liebe Golffreunde, Ihr Golfpro George hier. Jeder von uns hat sein Charisma. Jeder ist ein Individuum. Ist besonders wichtig, dass der Trainer diese Charisma findet. Und ist besonders wichtig, dass ihr auch diese Individuum, diese Charisma bearbeitet. Und dafür brauchen wir eine Rückmeldung. In meiner Karriere hat es passiert, zwei meiner Leute sind zu mir gekommen mit so einem Griff. Das ist ideal für Linkshänder, sie waren aber Rechtshänder. Und sie haben gesagt, George, ich weiß, ändere nicht meinen Griff. Ich habe gedacht, das ist Wahnsinn, also wie kann ich mit diesem Griff weiter arbeiten? Aber die haben ziemlich gut gespielt und ich habe gedacht, ja, okay. Aber jetzt was Neues, die Mata. Linkshänderin ist zu mir gekommen mit einem Rechtshändergriff nach ein paar Stunden. Sie hat gesagt, George, ich habe festgestellt, mit so einem Griff schlage ich bessere Bälle. Und genau so war es. Also sie hat richtig gute Bälle und seitdem arbeiten wir mit diesem Griff. Sie hat große Fortschritte gemacht und mit Gedanken an diese Einheit, das ist unser heutiges Video, jeder braucht diese Charisma zu finden. Also ist besonders wichtig, ein bisschen weg von der Linie, weg von der, was ist richtig oder nicht richtig und ein bisschen individuell zu arbeiten. Und jeder findet einen Weg. Wir brauchen dafür aber eine Rückmeldung. Also ist wichtig, dass jeder von euch etwas anders probiert. Ich schlage nicht vor, dass jeder kommt jetzt mit so einem Griff, um Bälle zu schlagen. Aber die Idee ist, jeder ist ein Individuum, jeder hat sein Charisma und wir müssen diese Charisma finden. Genau. Komm zum Ball, du hast dann den rechten Arm gestreckt und du hast mehr Power in der rechten Arm. Das ist besonders wichtig für dich als Linkshänder. Toller Schlag. Sehr gut. Bin überrascht. So, zwei Wochen später. Zeig mir, Mata, was du noch machst mit diesem Griff. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Ja. Aber wirklich toll. Sehr stolz auf dich. Ich probiere es auch. Also mit so einem Griff, ein paar Probeschwungen, gutes Gefühl und los geht's. Das ist toller Kontakt. Das war's, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass ihr habt alle verstanden. Jeder hat sein Charisma. Wir arbeiten zusammen, um diese Charisma zu finden. Jeder ist ein Individuum und deshalb sind wir die Trainers für euch in der Braforce. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Viel Spaß!